Manche Bücher sind anders. Manche Bücher sind magisch. Manche Bücher können den Lauf des Schicksals beeinflussen. Von all diesen Geheimnissen ahnt Arthur nichts, als er in den Ferien in einem kleinen Antiquariat aushilft. Doch als plötzlich ein merkwürdiger Fremder auftaucht und den alten Buchhändler Lackmann, genannt der Bücherwurm, bedroht, beginnt für Arthur eine gefährliche Jagd. Gemeinsam mit Larissa, der Enkelin des Bücherwurms, muss er ein geheimnisumwobenes Buch finden. Das Buch der Antworten. Die Zeit eilt. Es darf auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Ihre Suche führt die beiden von Amsterdam bis nach Bologna, quer durch Europa bis in den Jemen. Immer tiefer hinein in die rätselhafte Welt der vergessenen Bücher. Gerd Rübenstrunk. Arthur und die Stadt ohne Namen. Das grandiose Finale der Arthur-Trilogie.